Wir sind auf der Autobahn, auf der A1 Richtung Köln, da bei Pulheim. Bitte kommen Sie. Okay, Frau Nick, was ist passiert? Wir sind jemanden draufgefahren, der hat plötzlich gebremst. Wir konnten gar nichts machen. Okay, Frau Nick, bitte bleiben Sie ruhig. Die Rettungskräfte sind informiert, bleiben Sie als Melderin vor Ort, Sie können jetzt auflegen. Den Zivilbeamten bietet sich zunächst das Bild eines schlichten Auffahrunfalls. Doch dahinter steckt viel mehr. Schönen guten Tag. Wie geht's Ihnen? Alles in Ordnung? Okay. RTW, der Rettungswagen ist informiert, der kommt gleich. Was denn? Wer sind Sie? Ich bin der junge Mann, der mir hinten draufgefahren worden ist. Okay, Sie sind ja aus dem schwarzen Auto. Genau. Alles klar. Und Sie waren dann vorne? Er hat gar keine Chance gehabt. Er hat einfach gebremst, aber urplötzlich. Ja. Wir sind ganz normal dahinter gefahren, im richtigen Abstand. Er hat einfach gebremst. Wie ist das passiert im Gesicht? Das ist Schaden, ne? Das ist Ihre Brille. Ist alles. Was haben Sie da am Arm? Ach, das ist wo ist die Brille jetzt? Okay, das ist nur verbrüht, das ist auch völlig egal, das ist noch im Auto. Wie sieht's bei Ihnen aus? Ihnen geht's gut? Mir geht's gut, alles in Ordnung. Ich mache mir um das Mädel ein bisschen Sorgen. Kurz darauf treffen die Retter um Notarzt Dr. Bauer und ein weiteres Polizeiteam am Unfallort ein. Zunächst deutet alles auf einen gewöhnlichen Auffahrunfall hin. Doch dann überschlagen sich die Ereignisse. Hallo. Könnt ihr was erzählen? Guten Tag. Hallo. Ja, wir haben hier den Auffahrunfall zwischen den beiden. Die junge Dame war die Fahrerin, hat sich eine Verletzung am Knie zugezogen und ist wohl gestürzt und hat sich im Gesicht verletzt. Brille angehabt oder sowas, ja? Okay, gut, alles klar. Die Mutter hatte am Arm eine Verletzung, der andere Fahrer von dem anderen Fahrzeug vorne hat wohl nichts. Also wir haben nur die zwei, genau, wir haben bisher nur die zwei Verletzten. Okay, er guckt sich den an, wer guckt das mal hier? Die Leitstelle hat direkt zum Einsatz auch schon ein weiteres Fahrzeug entsandt, was uns unterstützen sollte, da man zunächst auf einer Autobahn ja mit höheren Geschwindigkeiten fährt, auch in Auffahrten durchaus das Problem hat, dass die Übersicht durch die Kurve eben nicht sofort gegeben ist. In diesem Fall konnte uns das zusätzliche Fahrzeug helfen, die Situation vor Ort leichter in den Griff zu bekommen. Guten Tag. Ist auf die Brille gefallen, da ist die Brillengläser und das nächste können wir gleich, er holt schon mal die Trage, würde vorschlagen. Und hier ist was mit dem Knie. Aber ich habe gesagt, wir schneiden das vielleicht im Auto auf, dann ist es doch besser. Tut Ihnen außer dem Knie noch irgendwas anderes weh? Erstmal Gesicht und das Knie. Gut. Waren Sie angeschnallt? Natürlich. Airbag aufgegangen? Ja? Okay, gut, alles klar. Wenn ich Sie jetzt, ganz vorsichtig, wenn ich Sie anfasse, das merken Sie alles. Ja? Und so ein bisschen den Fuß bewegen, das geht auch alles. Ja? Okay, gut, wunderbar. Sie kriegen jetzt so eine Halskrause an. Ja? Das ist jetzt Standard, einfach nur so ein bisschen als Vorsichtsmaßnahme. Das ist ein bisschen unbequem, aber die müssen wir leider einmal verpassen. Ja? Mach ich ganz kurz. Ja. Der Fahrer unverletzt, Halskrause toleriert er nicht, Blutdruck, EKG, alles unauffällig. Er wird jetzt weiter von der Polizei betreut, ich helfe dann hier weiter. Ja, okay, super. Ja, das machen wir nur zu Ihrer Sicherheit, so. Weil Sie mit Sicherheit ein bisschen nach vorne gegangen sind. Was haben Sie sich getan? Schmerzen, irgendwo verletzt. Ich habe Tee getrunken und der ist nur da drüber gekippt. Das ist völlig unwichtig. Wichtig ist meine. Auch nicht ordentlich mit Kopf angeschlagen. Guckst du vielleicht gleich mal, wenn wir sie auf der Trage haben. Sie hat hier sich die Brandverletzungen zugezogen. Ich nicht. Heißen Tee, hat sie gesagt. Außer der schwer verletzten jüngeren Dame hatten wir noch zwei andere Personen. Die Mutter der eigentlichen Patientin hatte sich beim Auffahrunfall eine Handverbrühung zugezogen. Das war erst- bis zweitgradig mit oberflächlicher Hautrötung. Nichts Lebensbedrohliches, auch ansonsten soweit beschwerdefrei. Der andere Patient war der Fahrer des vorausfahrenden Fahrzeuges. Dieser klagte keinerlei Beschwerden, hat auch initial weitere Untersuchungen sowie die Anlage einer Halskrause abgelehnt. Waren Sie ungefähr, wo Sie drauf gefahren sind? 60 oder 70, okay. Also hier, das ist nur oberflächlich, die Verbrennung, ja. Die können Sie jetzt die Hand ganz locker lassen. Ich fange einmal an, Sie am Kopf kurz zu untersuchen. Tut hier irgendwas weh? Nein. Nein. Wenn Sie mir jetzt auf die Nase gucken, können Sie dem Finger folgen? Okay. Den Blutdruck und so, den messe ich jetzt noch, ja. Aber neurologisch ist jetzt erstmal nichts. Das ist jetzt der Schock, der bei Ihnen tief sitzt, ne? Das machen wir jetzt gleich ganz in Ruhe. Ihre Tochter wird jetzt bestens vom Notarzt versorgt, ja. Das ist jetzt auch alles erstmal nicht ganz so schlimm. Bleiben Sie ganz ruhig, woll? Weil der Airbag bei dem Unfall aufgegangen ist, untersucht Dr. Bauer auch den Oberkörper der jungen Fahrerin ganz genau. Unterdessen fahren die Autobahnpolizisten mit ihren Ermittlungen fort. Die nehmen kurz darauf eine überraschende Wendung.
Wieso haben Sie eigentlich gebremst? Ach, was denn für ein Tier? Ich habe kein Tier gesehen. Ja, wie denn auch, wenn ich vor Ihnen gefahren bin? War das so groß, dass ich das nicht gesehen habe? Nein, das war sogar ziemlich groß. Das war ein Fuchs, ein Hund. Fragen Sie mich nicht. Und Sie sagen, Sie haben nichts gesehen, was vorne weggefahren ist. Auto hat stark gebremst. Und ohne, dass Sie vorher einen Grund sehen konnten. Und Sie sind dann aufgefahren. Okay. Sie kamen aus der Stadt vom Einkaufen und Sie haben gerade gesagt, Sie wollen Ihren Mann anrufen und dem einmal Bescheid sagen. Wollen wir eben noch kurz fragen, in welches Krankenhaus es gleich geht? Dann können Sie Ihrem Mann vielleicht schon mal Bescheid sagen, auch wohin. Ja? Klinik am Südring. Klinik am Südring? Genau, ja, ja, genau. Okay. Klinik am Südring, dann können Sie doch eben Ihr Handy holen, dann sagen Sie Ihrem Mann kurz Bescheid und dann sorgen wir gleich dafür, dass Sie dahin können. Die Unfallbeteiligten machten leicht unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang. Worin sie sich zunächst einig waren, war, dass es hier ein Auffahrunfall war. Das vordere Fahrzeug habe stark abbremsen müssen, das hintere sei aufgefahren. Was aber abweichend war, war, dass der vordere Wagen hätte bremsen müssen wegen eines Tieres, was vor ihm herlief. Und das konnte die Mutter, die Beifahrerin des hinteren Fahrzeugs, nun so gar nicht bestätigen. Sie habe nichts gesehen und das Fahrzeug hätte einfach ohne Grund gebremst. Mein Rucksack! Ein Rucksack mit dem Laptop, wo mein Handy drin ist. Sie hatten einen Rucksack mit Ihrem Laptop, von dem Sie gerade gesprochen haben. Ich habe einen neuen Laptop gekauft und da war auch das Handy mit drin. Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt hat der das auch noch geklaut, währenddessen ich meine Tochter versorgt habe, oder was? Haben Sie denn gesehen, dass hier eventuell noch jemand war? Weil ansonsten sind ja bisher nur... Der Rucksack. Ja, was? Den Rucksack. Hallo. Mein Laptop. Nichts von meinem Auto, ja. Das kann doch nicht sein. Ich vermisst einen Rucksack, eine Tasche mit einem Laptop. Und das Handy war auch da drin und es ist nicht mehr auf dem Rücksitz. War denn noch jemand hier gerade? Also mir ist hier keiner vorbeigelaufen. Ist noch jemand an der Unfallstelle gewesen? Also da hinten die Herrschaften sind ja noch relativ weit weg gewesen. Moment, da hat irgendjemand geholfen. Moment, da hat einer kurz angehalten und hat gefragt, ob er helfen kann. Und als ich gesagt habe, es ist schon die Polizei unterwegs, hat er gesagt, dann könnte er weiterfahren, weil er hätte es eilig. An ihn vorbei? Ist das jetzt der war mit an der Tankstelle. Wir wollen sich jetzt nur um Ihre Tochter kümmern. Haben Sie jetzt wirklich solche... Sie müssen doch diesen Menschen gesehen haben an der Tankstelle. Was für einen Menschen, bitte? Können Sie den beschreiben? Ja, der hatte keine Haare und... blaues Shirt und eine blaue Jeans. Sie waren zusammen an der Tankstelle, da haben Sie sich schon gesehen. Ich habe der Kleinen noch ein Eis ausgegeben und da ist der mir schon aufgefallen. Sie beiden haben sich an der Tankstelle gesehen. Natürlich war da jemand dabei. Sie müssen sich doch erinnern, dass da jemand, dass Sie haben sich doch mit dem unterhalten. Ich unterhalte mich jetzt auch mit Ihnen. Also, keine Ahnung, fragen Sie mich nicht. Ich habe getankt. Sie beide waren gleichzeitig an einer Tankstelle und haben sich gesehen schon. Ich habe Sie jetzt nicht bewusst wahrgenommen. Wie sah das Auto aus? War das eher so ein Kleinwagen oder ein größeres Auto, eine Limousine? So ein Kompaktwagen war das. Kompakter? Nee, so was. Ich meine, der hat was mit dem Laptop zu tun. Polo oder so. Ja, aber ich meine, wenn er es doch nicht hat und da hinten ist doch niemand sonst gewesen und das muss. Wann haben Sie das denn zuletzt gesehen, das Laptop? Ja, wir sind ja losgefahren und da lag ja der Rucksack noch auf dem Rücksitz. Und da haben Sie auch nirgendwo angehalten dazwischen? Nein. Okay. Ach, ja, dann lass uns da mal eine Nahbereichsfahndung aufgeben. Sie haben den gekauft? Wann? Ja. Na, wohin? Wir waren deswegen in der Stadt. Meine Tochter hat mich beraten. Kann es sein, dass Ihre Tochter noch was weiß über das Auto? Ich habe sogar noch die Rechnung hier. Da. Frau Nick ging davon aus, dass dieser Rucksack aus ihrem Auto entwendet worden sein musste. Und wir hofften, dass wir von diesem Fahrer nähere Auskünfte zu dieser ganzen Angelegenheit bekommen können, vielleicht auch zum Unfallhergang. Außerdem stand hier der Verdacht im Raum, dass dieser Fahrer sich eventuell diesen Rucksack und auch den Inhalt, das Laptop und das Handy angeeignet haben könnte. So gaben wir dann eine Nahbereichsfahndung mit der entsprechenden Personenbeschreibung und Beschreibung des Fahrzeugs heraus. Der Kollege hat schon Fotos gemacht. Also der Schaden hinten ist ja zweifelsfrei mit der ganzen Geschichte im Zusammenhang. Das Auto sieht aber so aus, als ob es schon ein paar Mal öfter gelitten hätte. Ich sag ja, ich habe eine Tochter im gleichen Alter. Das ist genauso eine Bruchpilotin wie Sie. Also von daher, ich habe ja Verständnis für das junge Mädel. Also, ne, man sieht ja, der hat auch schon seine Kampfspuren. Dass sein Wagen so demoliert ist, scheint dem Fahrer völlig egal zu sein. Unterdessen sucht die Autobahnpolizei nach dem Mann, der den Laptop und das Handy geklaut haben soll.
Über Funk erhält Anne Fresendorf eine wichtige Information. Okay, bei S22 haben Sie gerade die Nahbereichsfahndung mitgehört. Wir sind hier in euren Bereichen. Wir haben aller Wahrscheinlichkeit nach das versuchte Fahrzeug hier stellen können. Täterbeschreibung passt. Die Person ist ziemlich renitent, will sich überhaupt nicht ausweisen. Der wird mit dem mal rüberkommen. Ich sag den Kollegen eben Bescheid. Ja, ist verstanden. Wir kommen sofort. Die Autobahnpolizisten wollen den mutmaßlichen Dieb vernehmen und fahren zu der Stelle, wo ihre Kollegen den Mann festhalten. Am Anfang dachten wir wirklich, dass es ein ganz normaler Auffallunfall ist. Durch den ganzen Zufall, der da entstanden ist, konnten wir die ganze Sache aber dann doch glücklicherweise auflösen, mit dessen Ende wir gar nicht gerechnet haben. Hi. Man möchte sich ausweisen, will sich auch nicht äußern. Lust hat auch nicht auf uns und ein bisschen renitent sind wir auch. Ja, das ist einfach nur deswegen, weil sie nichts zu tun hatten. Ich bin das Opfer hier. Ich habe mir gerade schon erklärt, dass sie deswegen von uns angehalten wurden. Punkt 1, weil sie überhöht, mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren sind. Und zum Zweiten, weil ihre Nahbereichsfahndung läuft und sie dann nochmal drauf gepasst haben. Haben Sie Ihre Personalien schon angegeben? Nein, ich sehe da keinen Sinn. Ich weiß nicht warum. Wir brauchen auch gar keinen Sinn, sondern wir sind die Polizei. Die Kollegen sind einwandfrei als solche zu erkennen. Und wenn wir möchten, dass Sie sich ausweisen, weil wir einen konkreten Verdacht haben, dass eine Straftat vorliegt, dann sind Sie auch gehalten, das zu tun. Echt? Lieb sein, freiwillig, oder wir machen es sowieso. Ich sehe das, normalerweise sehe ich das gar nicht ein. Ich weiß nur nicht mal, wofür ich festgehalten werde. Sind Sie kooperativ? Das habe ich Ihnen noch gerade gesagt. Kooperativ ist die Sache für Sie schneller. Geht schneller. Genau. Ja, bitte schön. Genau. Da aus dem Fahrzeug von Frau Nick das Notebook, ein Rucksack, unter anderem auch mit einem Handy, fehlten, wollten wir natürlich hier zunächst einen Blick in das Fahrzeug von Herrn Schöller werfen. Dem stimmte der Herr Schöller zunächst nicht zu. Als wir ihn allerdings dann darauf hinwiesen, dass wir uns ansonsten diese Erlaubnis auch anderweitig verschaffen können, lenkte er ein und zeigte uns den Kofferraum seines Fahrzeugs. Was soll es denn gewesen sein? Rucksack. Ja. Das sieht doch erstmal super aus. Warum machen Sie dann erst so einen Aufstand? Ja, ne? Ich sehe das nicht ein. Aber man wird ja auch. Unsere Verbandskassen waren reich, wo wir gerade schon mal dabei sind. Ja, müsste alles drunter. Weißen, ist das da drunter. Ach, gucken Sie mal. Was ist das denn? Was haben wir denn hier? Aber das haben Sie auch nicht, ne? Warnreck, Verbandskasten. Was ist das denn? Ein MacBook. Ja. Herr Schöller. Hatten wir da nicht gerade was? Bevor Sie irgendwas sagen, ne? Sie dürfen was sagen, Sie müssen aber nicht. Okay. Besteht da die Gefahr, dass man sich selbst belastet? Das müssen Sie nicht tun. Okay. Wenn Sie mir jetzt glaubhaft erklären können, wo das herkommt und dass das nicht das ist, was wir gerade vermissen, wäre ja alles super. Der Mann streitet ab, den Rucksack gestohlen zu haben. Ingrid Hall geht an sein klingelndes Handy und erhält so eine aufschlussreiche Information. So, wir schauen jetzt mal eben, wir haben den Kassenzettel dabei und werden jetzt feststellen, ob das dieses MacBook ist. Wir hatten die Quittung von diesem gekauften Notebook noch da und nahmen dann diese Quittung, konnten hier die Seriennummer entnehmen. Es passte, es handelte sich also definitiv um das gestohlene Diebesgut. Da hat er hier permanent Anrufe gekriegt auf sein Handy. Ja, da immer weggedruckt. Ne? Ich habe jetzt gerade mal das Handy abgenommen. Meldete sich ein Jürgen. Jürgen Kantorek oder so was ähnliches. Könnte das irgendwie passen? Oder? Jürgen Kantorek? Das ist doch der Unfallbeteiligte. Ja. 02 da vorne. Ja, hatte ich gerade, ja. Naja, ich wurde permanent jetzt hier von diesem Jürgen angerufen. Er hat weggedruckt. Ich habe ihn mal einmal angenommen, weil er sich dann gemeldet hat. Sag den Kollegen bitte Bescheid, dass die den festnehmen. Dass der da nicht abhaut. Ja. Wir brauchen den. Hier verdächtiger Diebstahl, Betrug. Ich weiß nicht, wie die Dinger da hinkommen. Ich keine Ahnung. Kann ich jetzt also, bitte gehen? Also Füße haben die mit Sicherheit nicht gehabt. Die sind nämlich alleine reingekrochen. Ja, keine Ahnung, wie die da hingekommen sind. Keine Ahnung. Das ist ein Wagen von meiner Schwester. 13, keine Ahnung, mein Gott. Kann ich jetzt bitte gehen? Nee. Ich habe einen Termin. Nee. Ich habe beschuldigt am Strafverfahren. Der Kollege wird Sie gleich belehren. Genau. Und dann muss der entscheiden, wie es weitergeht. Ja, aber es steht da nicht fest, dass ich das da hingetan habe. Dass ich die Dinge entdeckt habe. Der Verdacht ist aber zumindest erstmal da. Ja, und der Anfangsverdacht hat sich erhärtet. Wir haben hier Diebesgut bei Ihnen im Auto festgestellt. Das heißt, Sie sind hier Verdächtiger in der Straftat und aus dem Grund werden wir Sie jetzt hier vor Ort erstmal vorläufig festnehmen und Sie kommen mit uns mit zur Vernehmung auf die Wache. Schlussendlich war es so, dass sich alle vier Personen gemeinsam an einer Tankstelle befunden haben. Mutter und Tochter hatten sich gemeinsam über den Erwerb eines neuen Laptops unterhalten. Dieses Gespräch haben Herr Schöller und Herr Kantorek mitgehört und haben dann die Idee gefasst, einen Unfall zu provozieren und so das Laptop zu entwenden. Die zwei Männer haben eine Anzeige wegen gewerbsmäßigen Diebstahls, Sachbeschädigung und Körperverletzung erhalten.
Sie müssen mit einer Freiheitsstrafe rechnen. Das Knie des Mädchens wurde erfolgreich operiert. Sie wird wieder vollständig genesen.